Nach der Wahl kriegen wir ein neues Deutschland oder merkeln wir einfach weiter? Es sieht eher nach weiter merkeln aus, denn die meisten Parteien, mit Ausnahme der AfD, sind sich irgendwie völlig einig. Euro bis zur Inflation, Einwanderung bis zum Anschlag, Energiepolitik bis zum Blackout und alles wird der Klimafrage untergeordnet. Und trotzdem muss man sich die Frage stellen, ändert sich vielleicht doch was? Die Geschwindigkeit des Wahlkampfs nimmt ja zu. Meine Gäste heute sind Vera Lengsfeld, Bürgerrechtlerin aus der DDR, eigentlich im Buchverlag tätig und musste dann Imkerin werden. Sie war in der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR, dann 15 Jahre lang MdB, erst der Grünen, dann der CDU. Sie betreibt einen eigenen Blog. Und sie sagt, Armin Laschet ist der einzige Kandidat, der nicht für eine Weiterführung der Merkel-Politik steht. Wahrscheinlicher ist, dass Merkel nicht am Einzug der Union ins Bundeskanzleramt interessiert ist. Mein zweiter Gast ist Pauline Schwarz. Pauline Schwarz ist Studentin der Psychologie und ist bei uns, weil sie für Tichys Einblick an einem Sonderprojekt Jugend mitarbeitet, indem wir versucht haben, jungen Menschen eine Plattform zu bieten, die nicht alle Friday for Future sind. Und Pauline Schwarz hat einen sensationellen Beitrag geschrieben, wie Kinder mit 12 mit dem Skalpell von gewissenslosen Ärzten, was werden sie? Vergewaltigt, umoperiert. Und mein dritter Gast ist Peter Hane, das Gesicht des ZDFs viele Jahre. Niemand hat so viele Sommerinterviews geführt wie er. Er war lange Mitglied des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland, ist Bestsellerautor, zuletzt seid ihr noch ganz bei Trost. Und zum Merkel sagt er, wir Deutschen brauchen gar keinen Eisberg. Wir haben Kapitäne wie Merkel, Söder, Spahn und Co. auf der Kommandobrücke. Was heißt das? Die versenken das Schiff ganz von alleine, ganz ohne Eisberg? Ja, das sehen wir doch. Wir sehen doch, dass wir gar keinen Eisberg, vor allem der Klimawandel lässt ja angeblich auch keine Eisberge mehr zu. Also erledigen wir das jetzt selbst. Und wir sehen ja handgreiflich die Bilanz der 16 Jahre Merkel, aber jetzt nehmen wir nur mal die letzten 4 Jahre. Sie können es noch einkürzen etwas und können sagen, alleine die Corona-Zeit, dann die Geschichte mit der Flut, dann die Afghanistan-Geschichte ist so furchtbar, das hätte sich früher auf 30 Jahre verteilt, das haben wir jetzt also in 3 Monaten. Und Sie sehen daran die völlige Unfähigkeit der gegenwärtigen Bundesregierung. Und für mich gibt es immer ein Kriterium, das habe ich immer schon gesagt. Wenn in dem Augenblick, was wir ja nicht wünschen, rein menschlich, wenn der Kanzler tot umfällt, was ist dann eigentlich? Und jetzt gucken Sie die ganzen Regierungen an, Adenauer, Kiesinger, Willy Brandt, Schmidt, auch noch Schröder. Da hätten Sie die Hälfte des damaligen Bundeskabinetts sofort nehmen können und sagen, einer davon kann sofort einspringen als Bundeskanzler. Sie hätten die Ministerpräsidenten nehmen können, SPD und CDU. Grüne gab es damals ja in dem Amt noch nicht. Sie hätten jeden Ministerpräsidenten nehmen können und sagen, den können wir da hinsetzen als Bundeskanzler. So, und jetzt gucken Sie sich heute an, Merkel wäre plötzlich nicht mehr da. Jetzt wollen Sie aus dieser Gurkentruppe, mir fallen ja die Namen gar nicht ein, selbst die Ministerpräsidenten, welchen Ministerpräsidenten wollen Sie ernsthaft zum Kanzler machen? Jetzt ist die Frage natürlich, ist es nur der Blick jemandes, der schon sehr viele Jahrzehnte beobachtet und vielleicht die Vergangenheit auch ein bisschen sich schönredet? Oder was ist der Grund, umgekehrt gefragt, für den Abfall der Qualität der politischen Elite in Deutschland? Ja, es ist das Auswahlverfahren. Sie können das an einem Beispiel nur deutlich machen. Der großartigste Außenminister seit Erfindung der Außenministers, Heiko Maas. Der sitzt nur in diesem Amt, weil die SPD erst mal Gabriel gemobbt hat. Der musste weg. Dann kam, vielleicht erinnern wir uns noch ein bisschen dran, ein gewisser Herr Schulz. Der kommt aus Würselen, das ist der Nachbarort von Aachen. Also so passt das ja auch alles wieder so zusammen.
Der griff plötzlich und sagt, ich will Außenminister werden. Dann hieß es, um Himmels Willen, das können wir nun nicht machen nach diesem ganzen Desaster, dann ziehen wir Herrn Maas aus dem Hut. Dasselbe bei Kramp-Karrenbauer. Ich nenne nur jetzt mal diese beiden wichtigsten Ministerien, wo früher Persönlichkeiten gesessen haben, denen hätten sie, egal von der SPD oder von der Union, sofort das Land anvertrauen können. Und die ist doch auch nur deswegen geworden, weil Uschi, die große Nummer, nicht? Ja, aber wissen Sie, das ist die Realität. Und ich wundere mich manchmal, dass so viele Menschen in Deutschland das alles gar nicht begreifen. Die wundern sich nur, dass so viele Unfähigkeit ist. Aber sie müssen doch gucken, wie kommen die in die Ämter? Naja, aber das können ja normale Menschen gar nicht beurteilen, weil die Parteien sich nicht in die Karten gucken lassen. Und das Übel, an dem wir leiden, ist die Art und Weise, wie in den Parteien das Personal rekrutiert wird. Da wird nicht mehr auf Qualität geguckt, sondern nur derjenige, der das beste Netzwerk hat und automatisch die meiste Unterstützung bekommt, die Ämter. Und mittlerweile, also ich beobachte das nun leider altersgemäß auch schon eine ganze Weile, seit 30 Jahren bin ich dabei. Und ich muss sagen, als ich 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages wurde, da habe ich noch jede Menge richtige Parlamentarier getroffen. Und zwar Parlamentarier, die sich in der Parlamentsgeschichte auskannten, die wussten, welche Funktion ein Parlament hat, nämlich die Regierung zu kontrollieren, ja, der Regierung auf die Finger zu gucken, egal ob man in der Opposition oder in der Regierungspartei sitzt. Und heute sehe ich Parlamentarier, die nicht einmal mehr wissen, dass das Parlament eine andere Funktion hat, als die Vorlagen aus dem Kanzleramt abzunicken. Ja, und noch nie einen Beruf hatten, ja, das kommt außer Parlamentarier. Dazu. Das kommt noch dazu, ja. Das habe ich ja gesagt, das geht nicht mehr nach Qualität, auch nicht bei der Auswahl der Ministerposten, sondern das geht danach, wer das beste Netzwerk hat. Und ja, und heute ist es doch fast so, dass Sie sagen müssen, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Also Sie haben keine Berufe mehr. Aber nochmal eine Frage, nur zur Präzision, Frau Lengsfeld. Es war ja auch eine Zeit, in der waren sehr viele DDR-Bürgerrechtler mit dem Kreuz und Breiten da drin. Mhm. Die sind alle verschwunden. Und warum? Sie ja auch. Naja, wir waren ja eben im Gegensatz zu den Kollegen, die wir 1990 getroffen haben, keine ausgebildeten Politiker. Wir mussten uns das alles sozusagen im Vorwärtsgehen aneignen. Also die ersten 4 Jahre waren die Lehrjahre in Politik. Aber wir waren Leute, die unabhängig gedacht haben, die nie durch eine Ochsentour durch irgendeine Partei machen mussten, sondern immer selber gedacht haben. Das ist schon von unserem Herkommen. In der Bürgerrechtsbewegung der DDR konnte man nicht auf irgendwelche Anweisungen warten, sondern da musste man immer selber entscheiden, immer selber mitdenken, immer zu die Lage analysieren. Und wir haben sehr schnell festgestellt, nicht nur ich, sondern andere Bürgerrechtsfreunde von mir, dass das in der Partei gar nicht gewollt ist. Die wollen ja gar nicht, dass einfache Mitglieder mitdenken und die Lage mitanalysieren und eventuell Vorschläge haben. Oder selbst wenn das die besseren Vorschläge sind, ist das einfach nur lästig. Und so sind nach und nach fast alle Bürgerrechtler aussortiert worden. Ich war noch relativ lange dabei. Also 16 Jahre ist noch eine relativ lange Zeit. Ja. Aber nehmen wir mal Wolfgang Thierse, der ja noch, wo man sagt, komm, der hat ja nun wirklich Karriere gemacht. Und da kann man sich überlegen, welche Gründe und so weiter. Selbst den hat man ja zum Schluss jetzt noch gemobbt. Weil er plötzlich meinte, dass doch die deutsche Sprache vielleicht doch vor Gender geschützt werden müsse und dass wir als Deutsche doch normal Deutsch sprechen wollen. Was übrigens auch für alle Fremden, für alle Migranten, für alle Lernbehinderten ganz wichtig ist, dass wir die Sprache so erhalten, wie wir sie jetzt haben. Denn wie wollen Sie denn einen auf Afghanistan kommenden Deutschen hier eingliedern mit Sternchen, Unterstrichen und Querstrichen? Der glaubt ja, er sei im Irrenhaus gelandet. Aber selbst Herrn Thierse hat man ja gemobbt. Also von Ihnen und Arnold Fahrts ganz zu schweigen. So, jetzt machen wir einen Generationensprung zu Pauline Schwarz, die sich schon einmischt. Ja. Sie sind ja eine Generation
von der man so wahnsinnig viel erwartet. Sie müssen am Freitagnachmittag immer fürs Klima springen. Und in Ihrem Namen wird ja eigentlich die Zukunft verhandelt, Klima. Peter Hane hat es schon angesprochen, Corona. Sie haben geschrieben, obwohl es nie ernsthafte Belege dafür gab, dass Kinder und Jugendliche im Pandemiegeschehen eine treibende oder überhaupt eine Rolle spielten, mussten sie mit Abstand am meisten unter den Maßnahmen leiden. Die Politik hat eine ganze Generation im Stich gelassen. Geopfert, sagen Sie. Und was meinen Sie damit? Naja, ich meine, von Anfang an haben ja die Politiker alle gesagt, wir müssen die Kinder schützen. Wir müssen als erstes dafür sorgen, dass die Schulen wieder aufmachen. Und ich meine, am Ende ist es so gekommen, sie haben es als allerletztes gemacht. Und noch heute ist ja irgendwie unsicher, ob sie nicht morgen wieder die Schulen wegen irgendeinem Inzidenzwert oder sonst was zumachen. Und die Kinder, das sind ja eben die, die irgendwie gerade noch heranreifen, die irgendwie soziale Kontakte knüpfen müssen, um irgendwie sich ordentlich zu entwickeln, um irgendwie einen Charakter auszubilden und so weiter. Und die werden jetzt plötzlich wegen dieser Pandemie, die sie ja selber eben nicht betrifft, ich glaube, bei Kindern ist ja irgendwie die Überlebensrate 99% oder so bei Corona, werden die jetzt zu Hause eingesperrt, dürfen nicht mehr in die Schule gehen, dürfen ihre Freunde nicht mehr sehen, haben keine sozialen Kontakte mehr. Also das ist was, woran Kinder kaputt gehen. Ja, und auch junge Leute, die, also ich meine... Seid ihr empfindlich einfach? Ja, das sagen immer gerne alle und man wird ja auch immer gerne schnell abgestempelt. Ja, das partywütige Jungvolk, jetzt jammern die wieder rum, die können ja gar nichts aushalten. Was, wenn denn jetzt mal wirklich eine große Krise kommen würde? Aber das sagen halt oft Leute, die sind dann, ich weiß nicht, nicht so ungut in ihrem Alter und haben ihr ganzes Leben schon gelebt. Die sind normal aufgewachsen, ohne diesen Corona-Wahn, ohne den Gender-Wahn, ohne den Klima-Wahn. Die konnten normal rausgehen, die konnten feiern gehen, die konnten irgendwie sich ausprobieren, die konnten in Urlaub fahren. Alles in ihrem Rahmen, aber das alles wird den Leuten jetzt halt verwehrt. Ja, das Perverse ist ja auch, völlig recht, das Perverse ist ja auch, wir schalten nur mal 2 Jahre zurück. Und das ist auch für Wahlentscheidungen wichtig. Da stehen wir jetzt kurz vor. Vor 2 Jahren hieß es, Kinder müssen an die frische Luft, müssen raus, müssen Sport machen, brauchen Gemeinschaft und dürfen auf keinen Fall zu viel vorm Computer sitzen. Und gar nicht zu Hause bei der Mutter. Und immer so. Und jetzt, 2 Jahre später, heißt es, Kinder sind eingesperrt, Kinder machen keinen Sport, weil das ist ja ansteckend. Kinder werden gezwungen, vorm Computer zu sitzen. Das heißt, wir haben innerhalb von kürzester Zeit alle Standards über den Haufen geworfen. Naja, und vor allem ja auch einfach diesen Kindesschutzauftrag, den ja eigentlich jeder Erwachsene und auch die Bundesregierung hat. Ich meine, statt jetzt irgendwie darüber nachzudenken, wie kann man bestmöglich mit den Kindern umgehen, will man sie jetzt so ungefähr alle noch zwangsimpfen, obwohl das für sie nur eine mögliche Gefahr ist, obwohl der Virus für sie keine Gefahr ist. Und wenn ich dann Geschichten von jungen Leuten, die ich kenne, auch bei Apollo höre, die in die Schule gehen und sich dann irgendwie wie Schädlinge fühlen, weil sie dann da vor ihren Klassenkameraden stehen, die geimpft sind und sie müssen sich jetzt jeden Tag da dieses Stäbchen in die Nase ballern und der Lehrer erzählt dann noch, ja, warum, man könnte ja auch die Leute einfach mal zum Impfen zwingen. Also das muss man sich mal vorstellen, wie das ein Kind kaputt machen kann. Eine andere, die wurde irgendwie von der Maskenpflicht befreit, weil sie halt ernsthaft gesundheitliche Probleme hatte und wurde dann in der Schule erstmal irgendwie von allen angeschrien, sie soll sofort die Maske aufsetzen, sie sei so unsolidarisch, was ihr einfällt. Dann hat die Lehrerin noch gesagt, ja, ach, das kann man schon alles machen, das schadet ja nicht, so als hätte die Medizin studiert und nicht der Facharzt, der das Attest ausgestellt hat, ja. Und dann wurde dieses 16-jährige süße kleine Mädchen, ja, wurde einfach von der Schule ausgeschlossen, weil das Attest erstmal vom Schulamt geprüft werden musste. Darf ich Sie was fragen? Es gibt ja nicht nur Corona, es gibt ja auch Klima und Klima wird ja für Sie gerettet, nicht mehr für uns. Sie haben uns ja als alte Männer jetzt schon identifiziert. Also Sie werden, das Klima wird jetzt für Sie gerettet. Finden Sie das jetzt toll? Sind Sie uns jetzt dankbar, dass wir Ihnen das retten? Ja, wirklich? Nein, also ich meine, im Endeffekt bedeutet diese ganze Klimarettung ja für meine Generation eigentlich nur haufenweise Verbote, all das, was die Grünen immer so gerne haben wollen. Ja, wir dürfen nicht mehr Auto fahren, wir dürfen nicht mehr fliegen, wir dürfen keinen Spaß mehr haben für irgendwie eine Doch Klimarettung. Auf dem Lastenfahrrad. Auf dem Lastenfahrrad, ja. Also du kannst deinen Lasten aufs Lastenfahrrad laden. Klar, die Männer, die Jungs fahren dann rum und reißen die Mädchen auf den Lastenfahrrädern auf. Für Speditionen ist das ganz genau. Toll. Und so. Und man fährt dann eben spontan 5 Stunden lang zum See mit dem Lastenfahrrad. Kann man aber alles machen. Tritt. Er muss treten. Sie sitzen vorne. Genau. Aber ich meine, man lacht ja darüber, weil das ist ja wirklich schön. Aber
Wenn Sie sich heute vorstellen, weil Sie eben die Grünen erwähnten mit den Verboten, die größte grüne Partei, die es gegenwärtig gibt, sitzt in Bayern und die nennt sich CSU. Das sind diejenigen, Herr Söder empfängt, ist ja alles Biografie, man muss nur diese ganz kleinen biografischen Episoden, dann weiß man Bescheid. Also Frau Merkel reißt Herrn Gröhe die Deutschlandfahne aus der Hand, dass sie nicht noch draufgetreten hat, hätte gerade noch gefehlt. Da wusste man von der Sekunde, was Merkel über Deutschland denkt und was von Deutschland hält. Söder empfängt im September 2019 ein historisches Datum, da wusste man sofort Bescheid, auf der Zugspitze die Greta Jünger und sagt, ich bin der Markus. Ich bin der Markus. Und das ist der Thorsten, unser Umweltminister. Und das, was ihr macht, finde ich toll. Jeder, der das miterlebt hat, wusste von der Sekunde, wohin die Reise geht. Ich brauche gar keine Grünen mehr. Das erledigt die CDU und CSU von alleine. So einfach wird das nicht sein mit der ganzen CDU, denn im Augenblick sinken die Umfragewerte für Söder ganz massiv. Und das ist das Resultat seiner grünen Politik. Ja, das spricht ja für mich. Also die Bayern sind noch nicht blöd und wollen plötzlich auf Lastenfahrrädern. Nein, natürlich jeder auf dem Land weiß, dass das mit den Lastenfahrrad eine völlig bescheuerte Idee ist. Und jeder Handwerker und jeder Bauunternehmer weiß, dass man nicht mit Lastenfahrrädern Ziegelsteine transportieren kann. Ziegelsteine transportieren kann. Ja, und die warten immer noch auf die U-Bahn im Bayerischen Wald, weil wir doch alle es aufs Auto verzichten sollen. Also aber unser Verkehrsminister Scheuer sagt es doch. Ja, eben. Scheuer aus Passau sagt, man kann ja mit der U-Bahn fahren. Ich meine, ich bin gespannt, wann in Passau die U-Bahn gebaut wird. Aber lieber Herr Tichy, Sie... Oder im Thüringer Wald oder in den Alpen. Sie, ich weiß ja nicht, ob Sie in Bayern wählen, aber Sie haben ja da auch, glaube ich, einen Wohnsitz oder was auch immer. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, die CSU, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, von Franz Josef Strauß, präsentiert jetzt Spitzenkandidaten. Und da gehen Sie hin und denken, meine Güte, Sie haben im Hinterkopf noch Theo Weigel. Sie haben auch den Seehofer, wie er als Gesundheitsminister damals agiert hat. Sie haben Persönlichkeiten bis hin zu Ludwig Erhard, der ja nie in der CDU war. Und jetzt kommt plötzlich Herr Scheuer, Dorothee Bär. Ja, die Bärbock der CSU. Verstehen Sie, das sind die Spitzenkandidaten einer Partei, die einmal Garant war für Laptop und Lederhose, für Wissenschaft und auch für das C. Also als Christ ist es mir, es blutet mir das Herz, wie die C-Parteien eine Mogelpackung, einen Etikettenschwindel machen. Und da bin ich ganz katholisch. Kardinal Meißner hat immer gesagt, man müsste der CDU-CSU verbieten, das C zu führen. Aber Frau Schwarz, wenn jetzt Peter Hane so geschickt beschreibt, wie Söder sich da bei Greta anwanzt, fühlen Sie sich davon angesprochen? Sagen Sie, Mensch, der Söder, der hat es drauf, endlich unsere Greta macht er groß? Oder wie wirkt es auf Sie? Denn Sie sind ja eigentlich die Zielgruppe. Also mal ganz abgesehen davon, dass ich jetzt von Fridays for Future nicht so viel halte, ist das ja auch irgendwie, was ist das für eine Geste, wenn sich ein Politiker da hinstellt und mit einem kleinen Mädchen redet, ja, hallo liebe Greta, ich bin der Markus. Ja, das ist ja, der nimmt sie ja nicht ernst, das zeigt er ja in dem Moment. Es ist alles infantil und zur Generation Greta möchte ich ja auch nochmal sagen, dass ich glaube, dass die in echt nicht existiert. Also ich meine, es gibt natürlich irgendwie einen linken Mainstream und es gibt viele ideologisch verblödete junge Leute, das ist keine Frage, aber diese Generation Greta, die wird ja irgendwie von Erwachsenen generiert. Also ich meine, das höre ich jetzt immer wieder von Leuten, die auf diesen Fridays for Future Demos mal vorbeilaufen, um sich das mal anzugucken. Diese ganzen Leute, die da vielleicht früher mal hingegangen sind da jetzt nicht mehr. Da ist jetzt nur noch dieser harte ideologische Kern, das ist im Zweifelsfall die Antifa. Und ich meine, von einer spontanen Jugendbewegung kann man ja auch nicht gerade sprechen, wenn dann da im Hintergrund irgendwelche großen Finanzstrukturen stecken, irgendwelche Vereine und Stiftungen und sonst irgendwas. Also am Ende alles, was die machen, ja wieder von irgendwelchen Erwachsenen am Ende dirigiert wird. Und dann sagt man, das ist die große Generation Greta. Aber ist sie das überhaupt? Ja, wir machen es jetzt genauso. Wir machen sie jetzt zur Stimme der Jugend. Und die Frage ist, werden sie eigentlich missbraucht als Generation? In Ihrem Namen geschieht ja das Ganze. Das ganze Klima machen wir nicht. Wir kommen mit dem alten Klima zurecht.
Naja, ich kann ja nur sagen, was mich betrifft und was so die Leute sagen, die ich kenne, was so die Leute erleben. Und ich meine, natürlich, es ist irgendwie, unsere Zukunft wird rapide zusammengeschrumpft in jedem Bereich. Also ich meine, das ist alles so eine Bevormundung. Wir sind jetzt die Generation Greta, wir sind jetzt die Rebellen. Also wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Ja, und hat überhaupt mal jemand sich dafür interessiert, ob wir das überhaupt wollen? Ja, also ich weiß nicht, wie viele Leute das am Ende wirklich wollen. Die meisten jungen Leute, die ich kenne, die wollen gerne eigentlich Auto fahren, die wollen gerne mal einen geilen Schlitten haben oder die wollen in Urlaub fahren fliegen, und da ihre Instagram-Videos machen, weil das ist so ungefähr das wichtigste Social Media. Ja, und ich meine, ja, wir bei Apollo, wir versuchen ja irgendwie auch unsere Stimme da mal reinzubringen, dass wir irgendwie normale junge Leute sind, die sich halt auch ein normales Leben wünschen. Und also Apollo News ist die Organisation der jungen Journalisten, für die Sie stehen? Genau. Wir sind ein liberales Jugendmagazin. Wir stehen halt irgendwie dafür, dass wir unabhängig sind, auch echt sind. Uns wird ja immer mal wieder vorgeworfen, na, der Herr Türkis oder die Larissa Fusa oder so, die existieren ja gar nicht. Da sitzen ja echt irgendwelche alten weißen Männer und schreiben das und machen sich dann so ein schönes Bildchen hin. Aber es gibt uns. Und sie sind echt, man kann sie anfassen. Sie sind echt, ja, vielleicht. Ja, ja, und diese Jugend wird, was Sie sagen, deswegen bin ich auch so dankbar für das, was Sie machen. Und Herr Türkis ist ja auch eine Legende bei Tichy, dass Sie bei Tichys Einblick dieser Generation eine Stimme geben. Die hat ja nirgendwo mehr eine Stimme. Und wenn, ist das so eine Pseudo-Jugend, die nicht im realen Leben beheimatet ist. Für mich gibt es zwei Punkte, die mich da auf dem Gebiet bewegen. Erstens, wir spalten derzeit, das ist politisch völlig unabhängig, unsere Gesellschaft in einer so dramatischen Weise. Alt gegen jung. In den Familien ist die Spaltung mittendrin. Die Leute reden nicht mehr miteinander. Corona wird zu einer Religion. Klima wird zu einer Religion. Wir spalten die Gesellschaft. Und auf der anderen Seite, wir werden regiert und auch, was die Publizistik angeht, aus einer Parallelgesellschaft. Sie müssen nur gucken, wo wohnen die Hauptstadtjournalisten. Wo wohnen die Spitzenpolitiker? Und da sage ich mal einfach so dahin, da hat kein Mensch mehr Kontakt zum normalen Volk. Frau Lengsfeld, ist es so? Naja, doch, das ist ja sichtbar, wenn Annalena Baerbock im Interview gefragt wird, wissen Sie, wie die Heizkosten sind für eine normale Familie? Hat sie gesagt, nö, das weiß ich nicht. Olaf Scholz weiß nicht, wie viel Butter kostet, ja? Ein anderer weiß nicht, was die Benzinpreise wirklich sind. Das sind ja tatsächlich Leute, die völlig abgeschirmt sind mit ihren Bodyguards, die mit ihren Dienstwagen nur noch rumfahren und mit dem normalen Leben tatsächlich nichts mehr zu tun haben. Ja. Ist das Parlament noch ein Ort der Repräsentation? Ich meine, Sie haben ja in der DDR auch in einer gespaltenen Gesellschaft gelebt. Mhm. Die einen in Wandlitz und ich weiß nicht, wo Sie in Thüringen, in Sondershausen leben mussten. Jedenfalls war es da anders. Also haben wir vergessen, dass wir die Menschen repräsentieren müssen und schreiben wir ihnen wieder etwas vor, von oben her, so wie Pauline Schwarz es sehr gut beschrieben hat, dass eigentlich eine Jugend, eine ganze Generation gesagt kriegt, was sie zu tun und zu denken hat. Also das ist keine ganz neue Entscheidung. Diese Entwicklung hat angefangen, verstärkt. Mit der ersten großen Koalition unter Merkel. Da wurde nämlich bei der ersten großen Koalition, die noch etwas schwierig war, weil die sich erst aneinander gewöhnen mussten, beschlossen, dass im Parlament abgestimmt wird, was aus dem Kanzleramt kommt. Das stammt aus dem ersten Koalitionsvertrag der ersten großen Koalition. Inzwischen ist das neue Normal im Parlament geworden. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben es mit Parlamentariern zu tun, denen überhaupt nicht mehr bewusst ist, dass sie die Regierung zu kontrollieren haben, dass sie eine andere Aufgabe haben, als die Hand zu heben und Regierungsvorlagen abzustimmen. Und mit der letzten großen Koalition, also in der vierten Regierung Merkel, ist es ja sogar so, dass die zwei Oppositionsparteien, die zwei linken Oppositionsparteien, inoffizielle Unterstützer der Regierungspolitik geworden sind. Und dass auch die Regierungskoalition insofern unbeweglich geworden ist, weil selbst wenn es Gegenstimmen zum Beispiel aus der Union gibt gegen ein Vorhaben,
dann die Grünen und manchmal sogar die Linken die Mehrheitsbeschaffer sind. Sowas hat es in der Parlamentsgeschichte vorher nicht gegeben. Also ich habe es so nie erlebt und bin auch sicher, dass es das in der alten Bundesrepublik so nicht gegeben hat. Sondern da gab es wirklich eine ehrliche Opposition und eine ehrliche Regierung. Und es wurden die Argumente ausgetauscht, es wurde auch mal gekämpft. Und am Ende, wenn es gut lief, kam ein Kompromiss raus, mit dem alle leben konnten. Aber vorher wurde diskutiert. Heute wird gar nicht mehr diskutiert. Ja, Sie sprachen ja eben von Bonn, Bonner Zeiten, habe ich ja auch alles erlebt. Uns hätte man doch noch vor 10 Jahren wecken können nachts und sagen, noch im Schlafanzug, bitte in 1:30 für einen kurzen Fernsehspot die Essentials, also das Wesentliche der CDU, der SPD oder der Grünen. Das hätten wir doch runtergespult. Die CDU steht für die Westbindung, für die NATO, für die Bundeswehr, für die Familie, für das Handwerk und so weiter. Hätten wir das runtergespult. Und Sie haben völlig recht. Es ist jetzt absolut vorbei. Sie haben eine riesengroße Koalition. Ja. Und gucken Sie mal, der Belohnungsfaktor, das wird ja auch immer belohnt. Frau Claudia Roth marschiert in einer Demonstration in Hannover vor gut 10 Jahren. Da wurde skandiert, Deutschland ist scheiße. Deutschland ist scheiße. Zur Belohnung wurde sie von CDU und CSU einstimmig in eines der höchsten Ämter, die unser Parlament hat und unser Staat hat, gewählt, Bundestagsvizepräsidentin. Die AfD hat bis zum heutigen Tage 4 Jahre lang keinerlei Ansatz überhaupt, dass andere Parteien sagen, da gibt es ja doch noch vielleicht ein paar Leute, das waren doch früher alles stramme CDU-Leute, die haben wir doch alle bejubelt und jetzt sind sie halt bei der anderen Partei, aber dann wählen wir sie doch in dieses Amt. Das heißt, der Belohnungsfaktor ist doch heute, dass selbst eine christliche Partei Beschlüsse fasst, wo sie sich nur noch an den Kopf fasst. Aber heißt das also für die Wahl, dass es egal ist, wenn man wählt, weil man Merkel kriegt? Das war ja meine Ausgangsfrage. Man kriegt Merkel mit der SPD, man kriegt Merkel mit den Grünen, mit der CDU sowieso und die FDP macht das. Na gut, Sie haben ja nun, wenn Sie sagen, wie links wird die Republik, dann kann ich nur sagen, das ist also die tichische Satireform oder Ironie und ihre Witzigkeit, die Sie ja auch in den Kommentaren haben, Gott sei Dank. Das ist ja Loriot, das ist ja politisches Loriot. Die Frage ist doch, wie weiter links kann es überhaupt noch gehen? Was wir jetzt erleben... Aus der Geschichte ja, aber, zeigt sich, das aber geht dann, immer so, noch und weiter. Dann sage ich, weil Sie sagen, was sollen wir jetzt machen? Da sage ich, mit Söder, das ist ja, Sie sind ja Psychologie-Studentin, ich habe das ja nur so als Kochgeschirr bei mir, dass Herr Söder zum Beispiel permanent behauptet, wir müssen uns jetzt ehrlich machen. Und er hat ja dauernd diese rhetorische Floskel, seien wir doch mal ehrlich. Und jetzt müssen wir mal ehrlich sein. Wer das dauernd sagen muss, das hat ja doch ein gewisses Trauma, warum er das dauernd sagen muss. Jetzt machen wir uns doch mal ehrlich, sage ich jetzt mal. In Zukunft, also was Sie jetzt als Wahlentscheidung im Endeffekt haben, ist doch eigentlich nicht, wie weiter links wird das, sondern jetzt werden wir endlich ehrlich. Bisher hatte die linke Politik die Mogelpackung und den Etikettenschwindel christlich, sozial, also wurde verpackt in wunderschöne Bürgerlichkeit. Und jetzt haben Sie dann, wenn es so ausgeht, wie ich es erwarte, dass sie dann die Ampel kriegen, da bin ich der festen Überzeugung, die FDP wird sofort dabei sein, die ist ja jetzt schon in den Startlöchern. Herr Lindner kriegt sein Finanzministerium, winkt alle rot-grünen Sachen durch, ohne mit der Wimper. Herr Kubicki wird da noch mit der Glocke wie Claudia Roth für den Bundestagsvizepräsidentin, dann hat er doch nichts mehr zu sagen nach der Wahl. Das heißt, Sie haben im Endeffekt genau das Gleiche, was wir jetzt haben, vielleicht eine etwas schlimmere Form, aber ich sage mir, das ist dann ehrlich. Dann weiß ich, wie ich dran bin. Dass ein Trittin sagt, wenn die Nationalhymne gespielt wird und die Fahne aufgezogen wird,
dann balle ich die Fäuste in der Tasche und das Nationale, das interessiert mich alles nicht. Das ist ehrlich, aber wenn Merkel die deutsche Fahne aus der Hand reißt und bei der Nationalhymne zittert, dann ist mir das nicht egal. Ist das so? Wie wirkt das jetzt? Müssen Sie wählen. Und jetzt hat Herr Hane so einen großen Bogen aufgemacht. Wie wirkt das jetzt auf Sie, wenn wir hören, früher waren bessere Politiker aller Parteien und jetzt ist es so ein Einheitsgrau-Gemisch? Ist das ein Anreiz, in die Politik zu gehen? Ich will sowieso nicht in die Politik, weil ich finde es schön, ein Privatleben zu haben. Aber ja, können Sie so sagen, ja. Aber ich meine, ich schreibe ja trotzdem gut bei Tichy. Ich gebe mir noch Mühe. Nein, also ich meine, natürlich ist es irgendwie deprimierend, dass man hat ja, also ich habe zumindest zwischendurch noch so ein bisschen gehofft, dass der Laschet vielleicht, wenn er dann an die Macht kommt, irgendwie so ein bisschen von diesem Merkel-Kurs abweichen könnte. Trotzdem hat er ja irgendwie keine richtigen Standpunkte und man weiß dann immer nicht, kriegt er jetzt doch wieder nur Mutti hinterher oder nicht. Aber ich wollte eigentlich was zu diesem Punkt sagen, dann wird es wenigstens ehrlich. Also ich finde nicht, dass die Grünen ehrlich sind. Also wenn sich da eine Annalena Baerbock hinstellt und sagt, sie ist für den Schutz der Kinder und trägt trotzdem diesen ganzen Lockdown, diesen Lockdown-Mist mit. Ja? Und sie stellt sich hin und tut so, als wäre sie, würde die Frauen repräsentieren, die Mütter, die jungen Frauen. Sie ist für uns da. Ja? Und dann sieht man sie in diesem Kanzlertriell, wo sie irgendwie erzählt, ja, also die Frauen, die sind ja am meisten gefährdet in ihrer eigenen, ja, in ihren eigenen vier Wänden. Ja, und bei Laschet sagt im Tunnel. Ja, im Tunnel. Das ist ja noch dramatischer, noch kurz, schlimmer. Ich meine, sie erwähnt ja mit keinem Wort irgendwie, dass es sich in den eigenen vier Wänden dann vielleicht um Migrationsprobleme handeln könnte, dass es dort vielleicht irgendwie um sowas wie Ehrenmorde geht. Stimmt. Und überhaupt nicht, das ist ja das eine, aber ich meine, ich komme aus Kreuzberg, ich wohne am Görlitzer Park. Ja, ich weiß, was das bedeutet, wenn man als junge Frau ständig bedroht ist. Und ich fühle mich nicht von Frau Baerbock repräsentiert, weil sie würde sich ja nicht für mich einsetzen. Aber Herr Laschet? Darf ich doch nochmal dazu, ganz kurz dazwischen. Also das möchte ich doch mal wissen. Frau Baerbock hat ja gesagt, diese Bedrohung, von der Sie sprechen, gibt es gar nicht. Sie werden zu Hause bedroht. Ja. Und ist das Unsinn oder werden Sie bedroht im Görlitzer Park und wenn ja, von wem? Naja, ich werde massiv bedroht. Also ich und alle meine Freundinnen und sowieso jeder, der da wohnt, aber natürlich vor allem die jungen Frauen, weil da ja an jeder Ecke meist afrikanische oder arabische Drogendealer stehen. Also man kommt ja kaum. Sagen Sie das bitte nicht nochmal. Ja, man muss es ja einfach mal benennen. Also ich meine, ich wohne ja in einem grün geführten Bezirk. Ja, wir haben eine Frau Monika Herrmann, die sich hinstellt und sagt, ja, sie würde ja in Berlin auch generell nicht durch Parks gehen, das ist ihr als Frau zu gefährlich. Und ohne darin in irgendeiner Weise einen Grund zu sehen, vielleicht zu handeln als Bezirksbürgermeisterin. Ja? Und wir, wenn ich kein Auto hätte, wenn meine Freundin kein Auto hätten, dann würden wir abends überhaupt nicht mehr aus dem Haus gehen, weil man kommt keine 3 Meter weit, ohne dass man angepfiffen oder wirklich derbe angemacht wird mit Sprüchen, die ich jetzt hier vielleicht nicht unbedingt wiederholen will. Ja? Und dass man halt begrapscht wird, also schon als Kind ist mir das passiert. Ja, und auch zum Schutz der Kinder, da redet man immer groß drüber. Die ganzen Junkies lassen da im Görlitzer Park ihr Drogenbesteck liegen. Da gibt es immer wieder Fälle, dass sich kleine Kinder irgendwie das Zeug in den Mund stecken oder irgendwelche Kokskapseln mit in die Kita nehmen. Und ich meine, darum kümmern sich die Grünen nicht. Die nehmen ja einfach diese Dealer, weil das sind ja Migranten, die können ja nicht diskriminieren, die nehmen die in Schutz. Also es interessiert die im Endeffekt einfach überhaupt nicht, ob da Frauen, ob da junge Frauen und ob da Kinder in irgendeiner Weise bedroht werden. Aber es ist massiv so. Also aber was macht denn jetzt Herr Und Frau Lenzfeld muss die Frage beantworten. Sie haben ja gesagt, Armin Laschet ist der einzige Kandidat, der nicht für die Weiterführung der Merkel-Politik steht. Wie kommen Sie zu dieser wuchtigen Aussage? Ganz einfach durch nüchterne Analyse. Also ich bin ja bekannt als scharfe CDU-Kritikerin und dazu stehe ich auch. Und um das mal auf einen Punkt zu bringen, Armin Laschet ist der schlechteste aller Kanzlerkandidaten, außer den Alternativen, die sind noch schlimmer. So. Wen meinen Sie mit den Alternativen? Na, Scholz, Baerbock oder Söder. Die sind alle drei noch schlimmer. Aber jetzt bleiben wir mal bei Laschet. Jetzt bleiben wir bei Laschet. Es wurde ja immer kolportiert, Laschet wäre das Merkelchen gewesen oder der Wunschkandidat von Merkel. Ich halte das für eine Legende, weil ich persönlich überzeugt bin, Merkel wollte sowieso, dass Baerbock ins Kanzleramt kommt und nicht einer der ihren.
Nun hat sich Baerbock durch ihre Hochstapelei selbst aus den Möglichkeiten, ins Kanzleramt zu kommen, ausgeschlossen. Scholz ist der Ersatzkandidat. Und wenn Laschet jemals der Wunschkandidat von Merkel gewesen wäre, dann wäre genau an dem Tag Schluss gewesen, als er das erste Mal gesagt hat, Deutschland ist ein Sanierungsfall und wir brauchen mindestens 10 Jahre, um den Anschluss wiederzukriegen. 10 innovative Jahre, um den Anschluss wiederzukriegen. Das ist eine richtige Analyse. Und das ist eine Analyse gewesen, die, wo er so weit gehen konnte, wie er überhaupt in der Merkel-Partei gehen kann. Es gibt natürlich, kenne ich alles, Forderungen, ja, er hätte Merkel dann vom Hof jagen müssen und so weiter. Kann er objektiv nicht. Also so wie ich diesen Politikbetrieb kenne, kann er das nicht. Aber er hat das gesagt. Und er ist der, auch in der Ministerpräsidentenrunde der Einzige gewesen, der gesagt hat, Leute, wir können nicht das Grundgesetz völlig außer Acht lassen, wenn wir unsere Corona-Maßnahmen beschließen. Und er hat erst kürzlich auf dem Marktplatz in Erfurt gesagt, er ist gegen die Impfung von Kindern. Ich höre das von keinem anderen Kanzlerkandidaten. Ja? Und deshalb sage ich, Laschet ist wenigstens der Einzige, der solche Dinge sagt, ob er sie nachher machen wird, ja, und was er davon durchsetzen kann, weiß ich nicht. Angenommen, er bildet eine Regierung, wird er sich hinstellen und so eine Art politischen Kassensturz machen, indem er auf sich sagt, wir brauchen weiterhin Strom, wir brauchen weiterhin eine stabile Währung, wir brauchen weiterhin Industrie, wir brauchen weiterhin Arbeitsplätze, wir können nicht nur vom Wolkenkuckucksheim leben. Wird er das tun oder wird er sagen, also wir müssen ein bisschen? Also das weiß man natürlich erst wenn's geschehen hinterher. Ist oder nicht. Ja, hinterher. Aber erst einmal sage ich, er ist der Einzige, der wenigstens die Probleme benannt hat. Und eins steht fest, nach meiner festen Überzeugung, kann es gar nicht weiter merkeln, weil die Probleme inzwischen so groß sind, dass es eben bis zum Blackout geht oder bis zum Währungszusammenbruch. Also die nächste Bundesregierung, na, vielleicht würde sie noch 4 Jahre weiter merkeln können. Dann ist aber, glaube ich, endgültig Schluss. Die DDR hat ja auch ziemlich lang gehalten. Ja, mindestens seit 1983. Also Schalk-Golodkowski hat gesagt, die DDR wäre seit 1983 pleite gewesen. Dürfen wir das überhaupt vergleichen? Oder ist es schon verboten? Das ist ganz bestimmt verboten. Also ich habe ja schon in der zweiten Regierung Merkel gesagt, dass der Bundestag immer mehr der Volkskammer gleicht, weil er eben nur noch die Vorlagen aus dem Kanzleramt abstimmt und nicht mehr selber Gesetzesvorlagen einbringt. Das muss man mal genau hingucken. Aber mit dem Vergleich wäre ich immer vorsichtig, weil in der DDR hat es Leute gegeben wie Vera Lengsfeld und andere, die ihr Leben quasi eingesetzt haben im Widerstand. Wo ist in Deutschland dieser Widerstand in dem satten Deutschland? Also, aber hochgeschätzte Frau Lengsfeld, dies also, alles, was Frau Schwarz eben angesprochen hat. Laschet stellt sich hin in dem Triell und sagt, die Frauen sind am meisten gefährdet im Tunnel. Dann kommt die Diskussion und dann heißt es, was ist für Sie das Allerschlimmste? Ja, die Querdenker. Die Querdenker ist das große Problem. Weil das Wort Islam ist kein einziges Mal über Laschets Mund gekommen. Das bringt mich zur Verzweiflung. Er stellt sich jetzt in den Bundestag, hält da seine Rede. Der Rechtsextremismus sei das eigentliche Problem in Deutschland. Ich bin der Überzeugung, auch jede Form von Extremismus ist zu verurteilen. Nur das Problem ist doch bei mir nebenan. Nebenan ist die Landschaftsgärtnerin erstochen worden. Da heißt es dann, also hat auf jeden Fall nichts mit Islam zu tun. Also auf keinen Fall. Und ich meine, das war ein Psychopath. Würzburg. Ja, aber da möchte ich bitte einhaken, weil das ist nämlich genau mein Leib- und Magenthema. Also, dass das was mit dem Islam zu tun hat, da möchte ich gar nichts gegen sagen. Ja, aber es sind eben halt doch psychisch kranke Menschen. Und da ist ja ich arbeite ja seit vielen, vielen Jahren in einem Betreuungsbüro und ich kriege das jeden Tag mit. Das ist ein Riesenproblem, was niemanden interessiert, dass diese Leute, die wirklich
psychisch so derartig krank sind, dass sie die Realität nicht mehr wahrnehmen können, dass sie an Aliens glauben, an den Geheimdienst, dass wir alle abgehört werden. Das glauben die. Aber deswegen schreit der Allah ist der Größte. Also es muss doch... Es kann aber auch beides existieren. Ja, ich verstehe, ja, Frau Schwarz, ich verstehe Sie völlig. Aber ich meinte jetzt wirklich im politischen Zusammenhang jetzt, ja. Wo ist denn der, der das mal benennt, politisch das benennt, ja, und der was dagegen tut? Frau Lengsfeld, es ist die Realität, Herr Laschet bringt das Wort Islam und Islamismus nicht über seine Lippen. Ja, und aber da steht doch Herr Laschet nicht alleine, das nein, geht doch mit den Herr anderen Laschet ist der, Kandidaten auch zu. Aber Herr Laschet deswegen, ist doch der Ministerpräsident von... Was? Von, warum blenden wir es aus? Nö, ja. Ich blende das nicht aus. Ich, deswegen habe ich ja gesagt, er ist der schlechteste Kandidat, ausgenommen ja, ja. Die, ihr anderen. Und wir stehen jetzt vor einer ganz... Wir stehen jetzt vor der Wahl. Wählen wir den schlechtesten Kanzlerkandidaten oder wählen wir die noch viel schlechteren? Ja, wer sind und die noch viel schlechteren? Was? Wer sind die noch viel schlechteren? Scholz oder Baerbock also, okay. oder Söder. Ja, aber wählen ja. wir den Kanzlerkandidaten? Wir wählen doch Parteien. Wir wählen, ja. Und ich persönlich bin der Meinung, dass das, was wir jetzt in dieser Wahl tun können, oder jedenfalls, was ich tun werde, das ist derjenige, der wenigstens ansatzweise die Probleme benennt. Alle anderen tun das nicht. Ja, die aber gibt es für Sie keine Grünen, anderen Parteien machen nur Beruhigung im Spektrum? Und suggerieren den Leuten, es wird alles nicht so yeah. schlimm. Die Strompreise werden zwar steigen, aber ihr kriegt ein Bürgergeld. Diesel dürft ihr nicht mehr fahren, aber ihr könnt ja gebrauchte E-Autos kaufen. Und am besten ist es sowieso, ihr steigt aufs Lastenfahrrad um. Ja? Aber wir brauchen doch eine starke Opposition im Bundestag. Wir brauchen ja, eine Opposition, die rein optisch sichtbar ist und deutlich macht, es ist nicht alles Mainstream. Und wenn wir uns jetzt ja, einig sind, dass es keine Unterschiede mehr gibt zwischen den Parteien, dann brauchen Sie eine starke Opposition. Naja, ich meine, kleine ja. Unterschiede gibt es ja, wie Frau Lengsfeld ja gesagt hat. Ich meine, der Laschet, klar, der will irgendwie auch Klimapolitik machen und so, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Frau Baerbock ist in der Macht, dann wird der Zug aber sowas von schnell gegen die Wand gefahren. Aber es ist ehrlicher. Ja, es aber ist man ehrlicher. Kann ja na ja gut, dann fahren wir ehrlich gegen die ja, Wand. Wollen ja, wir das? Strauß, also ich will lieber das nicht ist, gegen die aber Wand aber erinnern Sie sich an Strauß. Ja. Strauß hat das einmal ganz großartig so analysiert und hat gesagt, natürlich in seiner Art, wie er so war, aber er hat ja eigentlich gesagt, was Roman Herzog nochmal wieder aufgenommen hat in anderer Form. Er hat testamentarisch hinterlassen, werde ich nie vergessen, bei mir in der Sendung, eines seiner letzten Interviews, als ich ihn fragte, Ihre Ruckrede und alles, ist doch alles für nichts, es ändert sich in Deutschland nichts. Und da sagt er, uns geht es immer noch zu gut. Ja, das ja, ist das aber Problem. Aber das ist ja das, was Frau Schwarz natürlich Sorge machen muss. Ja, ja natürlich. Wir haben ja noch ein paar ja, Jahre zu leben. Absolut, ja, auch natürlich. Ein gutes Leben haben. Ja, aber dann ist es doch besser. Es geht jetzt, man gibt jetzt mal einen großen Knall und man wird vernünftig. Aber das sagen ja mal alle nee, so. Nee, also das halte ich für eine absolute Illusion. Diese sind ja, ja jetzt mehrere unterwegs, anders? Die sagen, das muss erstmal alles an die Wand gefahren nein, werden. Nein, an die Wand gefahren nicht. An die Wand gefahren nicht, sondern nein, wir müssen es ehrlich sehen. Und jetzt, ja, aber wir sehen das doch ehrlich. Und wir müssen aber auch uns ehrlich fragen, was können wir jetzt als nächsten Schritt tun, um das schlimmste Szenario abzuwenden. Ja, aber wo will Herr Laschet den Strom herkriegen, den unsere Wirtschaft dringend braucht? Er gibt keine Antwort. Er gibt keine Antwort. So, was werden wir jetzt... am Wahlabend, der nicht mehr so weit hin ist, was werden wir jetzt da erleben? Ich mache es jetzt mal andersrum, wir fangen mit Frau Lengsfeld an. Nun ist das natürlich ein Blick in die Kristallkugel, in so ein seltsames Glas. Also wie geht es aus, was kriegen wir voraussichtlich für Koalition? Wer wird da so gewählt? Der für in meinen Augen schlimmstmögliche Ausgang ist Rot-Grün-Rot, das ist ganz klar. Aber Rot-Grün-Gelb wird nicht viel besser sein, weil, wie Herr Hane gesagt hat, die FDP wird alles durchwinken. Das Beste, was uns passieren kann, was auch nicht ideal ist, aber das Beste, was uns passieren kann, ist eine Deutschland-Koalition à la Sachsen-Anhalt. Schwarz-Rot-Grün. Schwarz-Rot-Gelb, ja, eine Deutschland-Koalition. Bei diesen ganzen Farben kommt sie. Das ist wie mit und, ihrer Halskette, die irritiert mich da. Es ist natürlich die Frage, was rauskommen wird.
Nach meiner Erfahrung seit 30 Jahren ist das ein Bundestagswahlkampf, wie es noch keinen anderen gegeben hat. Es hat noch nie eine so massive Beeinflussung durch die Medien gegeben, die ganz aktiv versuchen, ihre Kandidaten ins Kanzleramt zu bringen. Und gestern wirklich bin ich sehr skeptisch geworden. Gestern früh kam eine Meinungsumfrage raus. Da hieß es, die CDU hätte die Trendwende geschafft und die Aufholjagd begonnen. 0,5%. Nein, es gab eine 25-23. Zwei Stunden später kam Forsa, bekannt SPD-nah, mit der Umfrage 19-25. Und da frage ich mich, ob das wirklich so ist oder ob da nicht auch manipuliert wird. Meiner Meinung nach, meiner Analyse nach, wird so viel manipuliert, wie ich das noch nie erlebt habe. Die veröffentlichte Meinung steuert die öffentliche Meinung. Ja. So, und jetzt haben Sie sich irgendwas zu wünschen oder sich vorzustellen, wie Sie Ihre Zukunft, von wem Sie die gestaltet werden, haben wollen. Ja, das ist ein bisschen schwierig mit den vorhandenen Parteien, aber ich meine, ich sehe es so ein bisschen wie Frau Lengsfeld. Also ich meine, mit dem Herrn Laschet und dann vielleicht eben mit so einer Deutschlandkoalition, da haben wir ja vielleicht noch so ein bisschen die Chance, dass es jetzt halt nicht total vor den Karren gefahren wird. Und ich meine, ich kann nur sagen, ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass die Leute halt irgendwann mal aufwachen, ne? Dass auch die jungen Leute jetzt vielleicht aufwachen, die jetzt die ganze Zeit eingeschlossen waren zu Hause im Lockdown, die nichts gelernt haben, in der Uni nichts gelernt haben, die in der Schule nichts gelernt haben, die Angst haben müssen, ob sie irgendwie noch mal einen sicheren Job bekommen oder sonst was, dass die halt irgendwann mal aufwachen und merken, okay, das ist alles doch nicht so toll, was jetzt eine Frau Baerbock oder eine Olaf Scholz so von sich gibt. Ich weiß es nicht, man wird ja immer wieder enttäuscht, aber ich habe immer noch so ein bisschen Hoffnung. Jetzt gibt es ja so viele neue Parteien, es gibt auch Freie Wähler. Gibt es da eine Überraschung? Kriegen wir ein ganz anderes Parlament? Nee, überhaupt nicht. Also bei den Umfragen wäre ich sehr vorsichtig, Frau Lengsfeld, weil da alle den gleichen Tenor haben, im Grunde genommen alle, das unterscheidet sich in ein paar Punkten, glaube ich, dass das schon realistisch ist. Und sie machen übrigens mit 19% für Laschet eher Propaganda für die Mitleidigen, die sagen, das wollen wir nun auch nicht. Also man kann auch niedrige, es hat bei der FDP immer funktioniert, die war immer unter 5% knapp und dann war sie nachher bei 8. Also völlig klar ist, wir werden nur die jetzt bereits vorhandenen Parteien wieder im Bundestag haben. AfD bis Linke. Ja, sicher. Ja, die Linken sind eher noch gefährdet. Die gehen ja nun langsam immer tiefer, weil die Leute wandern zur AfD ab und auf der anderen Seite zur SPD. Also all die anderen Splitterparteien. Ich finde das ja ganz schick, diese Wahlspots. Da kommt wenigstens in den Wahlspots mal ein bisschen Ehrlichkeit über Corona und diese Dinge. Da sitzen dann ja auch anerkannte Wissenschaftler, die sonst nirgendwo gehört werden. Aber ich kann nur sagen, alles verlorene Stimmen, alles vergebene Stimmen, wer die wählt, das muss man ganz nüchtern sehen. Es geht mir nicht um die Inhalte, es geht mir nur um die Taktik. Die Freien Wähler, Frau Lengsfeld hat zu Recht zu Anfang hier der Sendung schon gesagt, Söder geht sowas von in den Keller. Und der Witz ist, wer nicht davon profitiert, sind die Freien Wähler. Die AfD profitiert davon. In Bayern muss man immer noch sagen, die Freien Wähler gehen weiter runter. Auch die Freien, Wähler sind verlorene Stimmen. Und die FDP, die jetzt so tut, als würde sie Laschet dann doch eher unterstützen wollen, wird unter Garantie, dafür wette ich hier alles, mit Herrn Scholz und Frau Baerbock sitzen die da fröhlich zusammen. Was ich nur sagen kann, ich habe das extra heute mal wieder gemacht. Susanne Gaschke, die war früher Oberbürgermeisterin von Kiel, ganz linke SPD-Frau, die schrieb vor ein paar Tagen, es sei ja ganz komisch, sie würde den Wahl-O-Mat ständig im Internet aufrufen und immer wieder bedienen. Und da kommt ja nachher raus, nicht welche Partei man wählen soll, sondern welches Parteiprogramm mit den eigenen Meinungen am meisten übereinstimmt. Völlig objektiv. Und sie sagt das, was mir, ich kann es auf dem Handy zeigen, mir ein ganz, ganz bekannter grüner Kollege gerade geschrieben hat, also ich kann da eingeben, was ich will. Ich lande immer bei der AfD.
Ja, Frau Gaschke, schreibt es ja in der Welt, in dem Kommentar. Das heißt, ich kann eingeben, was ich will. Ich bin immer rechts. Und da kann ich nur sagen, rechts heißt nicht rechtsradikal. Jede Partei hat Spinner. Die anderen haben sogar Kinderschänder und wer weiß was alles in ihren Reihen. Und da kann ich nur sagen, Wahl-O-Mat ist das Allertollste. Kommt von der Institut für politische Bildung. Die ist zwar von Merkel sozusagen installiert, aber ist so grün, wie man gar nicht gucken kann. Machen Sie das mal. Gehen Sie ins Internet, Wahl-O-Mat, dann antworten Sie einfach so, wie es der gesunde Menschenverstand einem sagt. Und Frau Lengsfeld, Sie sagen mir dann hoffentlich, was bei Ihnen rausgekommen ist. Also gut, wir alle machen jetzt und Sie auch. Wir machen jetzt den Wahl-O-Mat, aber vor Risiken und Nebenwirkungen wird hier ernsthaft gewarnt. Wir müssen ein paar Mal schlafen, dann wissen wir auch, was da hinten rausgekommen ist, wie Helmut Kohl gesagt hätte. Und bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß und vielleicht schauen Sie das nächste Mal wieder rein. Mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank, Frau Lengsfeld. Vielen Dank, Peter Hane. Vielen Dank, Pauline Schwarz. Ich glaube, es war eine sehr schöne Runde. Und viel Spaß beim Wählen und beim Wahl-O-Mat vor.